planst wieder einen neuen Kurs, oder? Die Gezeiten bleiben für uns niemals gleich. Wir müssen mutig und bestimmt weiter, um unsere Reise zu vollenden. Und wie erkennen wir, dass wir da sind? Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Da sind wir jetzt zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Und zwar Sid Meier's Civilization 6. Ich als doch langwieriger Fan der Civilization-Serie will das natürlich dementsprechend auch gerne in der Runde Let's Playen hier auf meinem Kanal. Und dazu erstellen wir uns jetzt mal ein Spiel. Und zwar, wir nehmen den Anführer, mein Plan, Friedrich Barbarossa. Zusätzlich Militärregierungsplatz haben wir. Wir haben 7 Kampfstärke bei Angriff auf Stadtstaaten. Gut, bringt uns vielleicht nachher nicht so viel. Wir haben ein schönes U-Boot und Besonderheit der Hanse. Und mal gucken, ob es das Ganze nachher noch von Nutzen sein wird. Ich habe mir überlegt, wir spielen auf Kaiser. Ist jetzt nicht gerade unbedingt das Einfachste. Es gibt noch 2 härtere Stufen, aber von daher Kontinente bleiben wir. Wir machen das erweiterte Einstellung. Wir nehmen nämlich eine große Karte, damit wir ein bisschen mehr zu tun haben. Ich will nur auf den Herrschaftssieg hinaus. So, und dann hier dementsprechend, das ist alles in Ordnung. Verbünden können wir eingehen oder die anderen können sich auch verbünden, wie auch immer sie möchten. Standardregeln. Ja, Stadtstaat, weiß ich nicht, brauchen wir, machen wir mal nur 12. Ich will auch nicht ganz so viele Gegner, machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Gegner. Also wir sind der 8. sozusagen, sollte reichen. Umso mehr Gegner nachher heißt natürlich auch umso längere Ladezeit zwischen den Runden und das ist natürlich auf Dauer immer nicht so schön. Ressourcen, Standard, Startpunkt, Temperatur, Niederschlag, Meeresspiegel, das lassen wir mal alles auf Standard. Und auf jeden Fall wichtig, der Herrschaftssieg. Guck gerade nochmal nach weiteren. Nach Spiel, ich benutze keine Runden. Hier keine Rundenbegrenzung. Dann gehen schon andere raus. Nämlich, wir wollen, es kann auch 600 Runden dauern. Ich ja, würde sehen, wie lange das dauert. Und dann starten wir mal das Spiel und sehen uns dann gleich im Spiel wieder. Begrüßt. Und zwar jetzt kann es endlich losgehen hier mit unserem Civilization 6 Projekt. Ich hoffe natürlich, es kommt gut an. Ihr unterstützt mich wie auch in allen anderen Projekten. Bleibt dabei und schaut mal nach, sozusagen, wie wir hier die Welt erobern. Ich grüße auch vielleicht den einen oder anderen Zuschauer, der neu hinzukommt, dem vielleicht durch das Civilization Forum, wo ich die Serie hier auch mit veröffentlicht werde, um vielleicht so ein paar Tipps, Verbesserungsvorschläge, wie auch immer abzugreifen. Mal gucken, was so passiert. Also ich habe jetzt hier nach einmaligen Laden sozusagen eine ganz gute Startposition erwischt, würde ich behaupten. Ich glaube, ich laufe gar nicht viel weiter. Hier haben wir unseren Siedler, ne? Sieht man nicht hier sozusagen. Der kann eigentlich gleich hier eine Stadt gründen. Ich würde mal sagen, mit 2 Steinen. Hier haben wir sogar eine Luxusressource. Kaffee haben wir hier. Hier haben wir Seide. Hier haben wir Schafe, Tiere dementsprechend. Hier haben wir Färbemittel. Hier haben wir noch mehr Seide. Hier wäre auch eine empfohlene Stadtposition. Hier wäre eine empfohlene Stadtposition. Pferde in der Nähe, ein bisschen Weizen in der Nähe. Bananen haben wir hier unten, also hier unten ist ein bisschen Regenwald, hier ist normaler Wald, Berge hier ganz gut, um nachher einen Campus. Da kommen wir aber sozusagen im Laufe des Spiels noch zu, welche Position, was ist wo gut. Wir fangen an, gründen unsere erste deutsche Stadt und zwar Aachen. Den Namen können wir leider nicht vergeben, also nicht ändern. Die Städte werden sich einfach so nach und nach ergeben, was wir so haben. Gut, wir können jetzt in Aachen eine Produktion wählen. Können wir mal schauen, so viel Auswahl haben wir noch nicht. Wir können im Moment bauen für Kulturplätze, also für mehr Kulturproduktion. Kultur ist immer wichtig, um nachher zum Beispiel Stadtgrenzen auszuweiten. Wir können Speer bauen, wir können Krieger bauen, wir können Schleuderschützen bauen. Am Anfang bietet sich es eigentlich immer erstmal an, so ein bisschen die Karte zu erkunden, zu schauen, wo können wir später zum Beispiel. Was ist denn eigentlich für ein kleiner Berg? Das ist auch ein Hügel. Hügel mit Schnee, selten gesehen. Okay, ich dachte, das wäre ein Berg. Wir müssen ja mal ein bisschen rumlatschen hier mit unserem Krieger. Der hat immerhin 2 Fortbewegungsstufen. Also erstmal die nähere Umgebung erkunden. Nicht, dass wir gleich schon direkt auf den Gegner laufen. Müssen mal gucken, was forschen wir zuerst. Wir sehen, es gibt nachher Möglichkeiten zu forschen und bei den Forschungen mit so einem kleinen Bonus das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Zum Beispiel Gründe einer Stadt an der Küste. Dann kriegen wir so ein sogenanntes Heureka und würden schon die Hälfte dieses Forschungsprojektes erhalten. Hier oben heißt es, findet ein Naturwunder. Wir fangen mal mit Bergbau an, weil Bergbau Steinbruch sozusagen. Hier steht, da benötigt Bergbau, um die Steine abzubauen. Später brauchen wir
Bergbau und Steine sind gut für die Produktion hier. Also wir können eine recht gut produktive Stadt, glaube ich, hinbekommen. Hier würde sich später nachher ein Industriegebiet oder dann Hanse oder wie auch immer das jetzt hier heißt, anbieten. Aber auch dazu im Verlauf des Spiels mehr. Ja, das war schon unsere erste Runde. Mehr können wir nicht machen. Wir können jetzt weiter nach unten gehen, aber ich glaube, nach unten kommt nicht mehr viel. Und über den Fluss heißt immer automatisch, man geht nur einmal. Also Fluss ist immer sozusagen, ist immer so eine kleine Blockade drin. Wir gehen mal hier längs. Guck mal hinter die Gebirgskette, was hier los ist. Also ich habe keine Ahnung, wie das Land hier rundherum ist, wo der nächste oder der erste Gegner sitzt, ob wir direkt in Kämpfe verwickelt werden oder ob wir hier erstmal in Ruhe so ein bisschen siedeln können. Mit Bonus. Warum? Insbesondere die Entdeckung eines neuen Kontinents hat gezeigt, dass die Welt voller Handelsmöglichkeiten steckt. Okay, da haben wir schon unseren ersten Bonus gekriegt. Lag halt daran, dass hier ist eine Kontinentgrenze sozusagen, unterschiedliche Kontinente. Haben wir wahrscheinlich schon mal ein sehr großes Stück Land hier, wo wir vielleicht ganz gut siedeln können. Ja, hier sehen wir die Kontinentgrenzen sozusagen, wie sie verlaufen. Kann man hier sozusagen über diese Linsen auswählen. Brauchen wir jetzt aber erstmal nicht. Wissen wir Bescheid. Ich kann auch für die erstmal zur Hilfe haben wir strategische Ansicht. Hier haben wir Kartenoptionen. Da kann man zum Beispiel auch die Ertragssymbole mal einblenden lassen, damit ihr auch, wie seht, werdet ihr vielleicht auch ein paar neue Zuschauer dabei sein, die bisher nicht so Civilization kennen oder nicht drauf haben und keine Ahnung haben. Ertragssymbole. Diese ja, Mais-Symbole, ganz klar, ist es für Nahrung, wie viel Nahrung sozusagen auf dieser Fläche produziert wird, wenn die Stadt diese Fläche bewirtschaftet. Und wie viel dieses Zahnrad ist natürlich dann dementsprechend Produktion. Produktion ist wiederum wichtig, wie schnell eine Stadt irgendetwas bauen kann, an Einheiten oder an Gebäuden. Auch das werden wir mit Sicherheit im Laufe dieses Let's Plays noch ja, detaillierter erklären, detaillierter zeigen. Hier haben wir noch Fuchs, Pelze. Was war das hier? Wildeis-Bonus-Ressource. Schafe. Also wir suchen jetzt eigentlich hier, gucken wir einmal rundherum. Dafür haben wir jetzt auch gleich den Speer fertig. Der läuft dann vielleicht in die Runde nach unten. Hier einmal rum und guckt da so ein bisschen. So, die Beraterin sagt uns immer mal Bescheid, wenn wir was Tolles Neues entdeckt haben. Also, oder gebaut haben. Wir haben jetzt unseren ersten Speer in Aachen gebaut. Und Aachen wird auch gleich zu einer Zweierstadt. Hat sich hier sogar schon erweitert. Um ein... Wir kriegen hier Gold oben, sehen wir, ne? Also links sind die Forschungspunkte, in der Mitte sind die Kulturpunkte, und das war das Glauben, Gold, und hier spielen später noch die Ressourcen und sowas. Wir haben hier den Technologiebaum, je nachdem was wir forschen wollen, den Ausrichtungsbaum, was die Politik und so angeht, was unseren Glauben angeht, große Persönlichkeiten, da sind wir noch weit von entfernt. So, einen Speer haben wir. Noch, na gut, wir forschen jetzt das Thema Bergbau, was in 4 Runden fertig ist. Um noch eine schnellere Produktion zu kriegen, könnten wir theoretisch schon Handwerker ausbilden. Ich will aber zur Verteidigung, weil meistens werden wir zum frühen Beginn des Spiels von irgendwelchen Barbaren überrannt. Ich habe schon einmal Civilization 6 gespielt und da ist es mir auch passiert. Kamen die Barbaren gleich um die Ecke und haben mir das Leben schwer gemacht. Also wir werden so eine kleine Armada an Schleuderschützen erstellen zur Verteidigung. Und falls wir in der Nähe irgendwo einen Gegner finden... Vielleicht auch als Überfall. So, wir laufen einmal über den Fluss. Dann können wir hier tatsächlich mit dem Krieger nur eine Runde laufen. Und auch das, ja, mehr können wir nicht machen. Hier sieht es aber schon mal ganz interessant aus. Warum hast du da so viel Produktion? 3 Produktionen und 1 Nahrung. Wegen dem Hügel. Was haben wir hier? Salz. Salz ist natürlich auch eine schöne Ressource. Ah, guck, und hier haben wir doch den ersten Barbarenspeer. Hier haben wir noch mehr Kaffee. Aber wir sind so ein bisschen so im Dschungel. Ne? Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht ist. Kann ich noch nicht sagen. Werden wir im Laufe des Spiels rausfinden, ob wir gut im Rennen sind oder ob wir eher weit hinten liegen. Ja, nächstes Jahr, wir sind im Jahr 3720 vor Christi. Ziehen wir hier hin und dann dorthin. Dann können wir den eigentlich fast direkt erledigen. Aber erst in der nächsten Runde. Oh, hier auch. Steine, Steine. Ganz interessant. Eine Gebirgskette. Steine sind immer interessant für eine gute Produktion einer Stadt. Och nee, er schon wieder. Ihn hatte ich auch in meinem ersten Spiel, was ich natürlich nicht aufgezeichnet habe.
Er Mohammed Gandhi, mein Volk, nennt mich Babu. Ihr dürft mich als Freund nennen. Ja, wollen wir mal sehen, ob er uns freundlich gesinnt ist. Die Inder sind. Es ist meine Ehre, euch kennenzulernen. Schön, euch kennenzulernen, aber ich fürchte, sie beschäftigt und so weiter. Ja, müssen wir über unsere Hauptstädte austauschen. Können wir machen, wissen wir nämlich, wo er liegt. Eure Visual Technologie Schrift hat einen großen Fortschritt gemacht, dadurch, dass wir uns sozusagen jetzt jemand anderes kennengelernt haben. Haben wir da so eine Heureka bekommen und sind der Schrift näher als vorher. Hier oben ist Delhi. Also eine Überlegung, wenn wir drei in kürzester Zeit drei oder vier Schleuderschützen zusammenbekommen, eine Armada da hochzuschicken und die Stadt Delhi einzunehmen, wäre eigentlich mein Wunsch. Weil, ja, so naher Gegner kann auf Dauer nicht gut sein. Hier, ihr habt eine neue Zivilisation getroffen, da freuen wir uns doch. Und noch haben die, ja, ähnlich wie wir, kein besonders großes Militär. Wenn man jemanden überfallen kann, dann am Anfang. Okay, wir als Bergbau. Wir haben das erste erforscht. Bergbau durch diese Technologie freigeschaltet. Mine, Steinbruch und ermöglicht Abholzen von Wald und Abbau von Kupfer. Gut. Und die Gesetzgebung haben wir erforscht. Wir haben zwei militärische und politisch doppelte Erfahrung für Aufklärungseinheiten. Wir haben ja noch nicht so viel Auswahl. 5 Kampfstärke, Erhöhung gegen Barbaren, hilft uns auch weiter. Eine Produktion in allen Städten, ein Glauben und ein Gold in der Hauptstadt. Also eine Produktion, finde ich, ist am Anfang erstmal wichtiger. Unsere Politikagenda steht. Wir laufen hier mal so ein bisschen weiter und gucken mal, wie das Gebiet hier so aussieht. Rechts rum. Aber wir gucken mal, wie es hier so aussieht. Guck mal, hier ist noch ein neuer Stein. Also hier muss auf jeden Fall irgendwo eine Stadt hin, die diese ganzen Steinbrüche nachher irgendwie mit befrühstücken kann. Besiegt 3 Barbaren, wäre Bronzeverarbeitung. Keramik ist ohne. Also können wir das erstmal forschen. Alles, was ohne Bonus zu kriegen ist. Wir sehen hier 3 Geländefelder, sind wir noch weit weg. Entdecken den 2. Kontinent haben wir geschafft, deswegen können wir den Außenhandel schon starten. Jo, läuft doch erstmal ganz gut. Indien betet zu einem Pantheon, das auf dem Glauben Göttin der Ernte basiert. Ja, was auch immer uns das genau sagen soll, ich weiß es nicht. Wir haben, so, gucken wir gleich weiter. Aber den haben wir nicht zuerst entdeckt, ne? Schade eigentlich. Stadtstaat-Treffen. Als die erste große Division, die auf den Stadtstaat Hongkong trifft, verdient ihr dort einen Gesandten. Achso, sind wir doch die Ersten, seid ihr vorbeigelaufen, ihr komischen Inder. Kann passieren, blöd gelaufen. Nein, das macht er jetzt nicht wirklich. Machen wir kurz verschanzen. Dann können wir den aber gleich... Oh, verdrückt. Große Werke. Naja, das ist, wenn man die Tastatur zwischendurch noch nimmt. Wir laufen hier einmal rüber. Laufen hier vielleicht nochmal auf den Berg, dass wir ein bisschen was sehen. Unser erster Schleuderschütze ist fertig. Es macht jetzt keinen Sinn, blind mit allen Schleuderschützen loszurennen. Ne? Hier Banane, Pferd und so. Müssen wir nochmal gucken. Kupfer haben wir in der Nähe. Richtige Gebirgskette. Schwierig, hier eine schöne weitere Stadt zu finden. So, eine neue Stadtstaaten-Quest. Also die Stadtstaaten geben einen immer Aufgaben, die man erledigen kann, um bei denen Bonus zu kriegen. Der Stadtstaat Hongkong hat euch eine neue Quest gegeben, Handelsweg entsenden. Ja, wenn wir dann später Händler haben hier sozusagen, dann können wir auch gerne einen Handelsweg. Den hat man ja nach Hongkong und das bringt uns auf jeden Fall Geld. Wir können noch mal gucken, was ist Hongkong. Ein Gesandten, 2 Produktionen in der Hauptstadt bei einem Bau von Wundern, Gebäuden und Bezirken. Bei 3 Gesandten haben wir plus 2 Produktionen in jedem Industriegebiet Bezirk beim Bau von Wundern, Gebäuden und Bezirken. Ja, und so weiter. Ne? Also man kann da Gesandte hinschicken. Einen haben wir ja da hingeschickt, mehr haben wir noch nicht. Die anderen müssen wir uns erst verdienen. Ja. Wir können neue Produktion wählen in Aachen. Und wir bauen noch einen weiteren Schleuderschützen. Wir sehen, wir brauchen zum Glück aktuell nur 4 Runden, um einen Schleuderschützen auszurichten, auszubilden. 3 Stück brauchen wir gerne, um Delhi anzugehen. Und das versuchen wir. Denn ganz am Anfang kriegt man auch nicht so ein... zur Kriegsmüdigkeit. Im späteren Verlauf echt ein großes Problem. Ja, weiter geht's. Schleuderschützen schon mal so ein bisschen in die Richtung.
Die anderen kommen dann gleich hinterher. Hier ist unser Speer, der hat da jetzt mittlerweile so gut wie alles entdeckt. Könnte vielleicht mal hier hinlaufen. Ja, jetzt geht es wie gesagt natürlich darum, die Gegend hier rundherum zu erkunden. So ein bisschen auszuloten, wo wir unseren zweiten Siedler brauchen. Da sind wir aber noch ein bisschen von entfernt. Auch der kann hier so ein bisschen das Gebiet um Delhi herum erkunden. Nicht, dass die schon eine zweite Stadt haben oder da irgendwo ein Siedler unterwegs ist. Den könnten wir dann vielleicht auch gleich abgreifen. So. Nächste Runde. Wir klicken mal schnell ein paar Runden weiter, um einen kleinen Fortschritt hier auch zu haben. Na ja, guckt. Da haben wir einen Siedler. Den sollen wir uns mal holen. Wir versuchen es zumindest. Das wird auf jeden Fall einer Kriegserklärung gegen Delhi gleichkommen. Also. Aber. Ja, was wollen wir machen? Wir spielen immerhin auf Kaiser. Wir müssen also tatsächlich ganz gut beginnen. Der nächste Schleuderschütze ist auch fertig. Da kommt gleich der nächste hinterher. Aachen wächst gleich wieder ein Stück. Und dann bauen wir einen Handwerker. Wir kriegen auch mal ein bisschen Gold. Weil wir können jetzt mal, wenn man ins Aachener Menü reingeht, ne, wir haben hier ein großes Menü. Stadtdetails. Also es ist natürlich alles noch ein bisschen umfangreicher, als ich bisher erwähnt habe. Hier sehen wir, wie sie produziert, was sie produziert, was für Bezirke sie haben. Wir haben noch keine Bezirke. Welchen Glauben sie angehören. Hier können wir rundherum Geländefelder erwerben. Brauchen wir noch nicht. Macht aktuell keinen Sinn. Hier sehen wir, welche Bürger automatisch sozusagen vergeben sind. Ist erstmal in Ordnung. Ging so ein bisschen hier auf Nahrung. 2 Produktion, 3 Produktion. Hier müssen wir eben erstmal Minen bauen, damit da auch mehr Produktion entsteht. Ja, wenn wir den Siedler uns holen, können wir noch gar nicht, weil keine Kriegserklärung. Falsche Einheit. Ja, nehmen wir den nächsten Schleuderschützen. Können wir nicht. Wahrscheinlich machen wir mal eine Runde überspringen, hoffen, dass er jetzt noch keine neue Stadt baut, sondern wir noch eine Möglichkeit haben, ihn uns abzugreifen. So ein Siedler ist schon Gold wert am Anfang. Und wenn wir dennoch dazu die Stadt bekommen, dann würde ich behaupten, sind wir für den Start ganz gut ausgelegt. Hier ist eine Oase in der Wüste, auch in Ordnung. Ich würde ja gerne nochmal ein Wunder oder so entdecken. Das wird uns auf jeden Fall für die einen Forschung da nochmal ein bisschen weiterhelfen. Aber das Land hier ist echt zerklüftet. Wir kommen überhaupt nicht voran. Dass wir mal ein bisschen groß erkunden oder so. Nix. Das geht tatsächlich nicht. Der Krieg vergesst es. Ja, noch steht der Siedler. Er wird nicht so direkt hier dran, glaube ich, eine neue Stadt machen. Das glaube ich einfach nicht. Wir bleiben noch mal eine Runde länger stehen. Und ziehen wir mit ihm hinterher, dass wir mit dem schon mal in die Nähe kommen, mit dem ersten Schleuderschütz. Mit dem könnten wir nämlich den Krieger so ein bisschen angreifen. Dann könnten wir mit unserem Krieger den Siedler einnehmen. So muss irgendwie der Plan sein. So, der nächste Schleuderschütze macht sich auf den Weg. Bin froh, dass wir uns noch keine Barbaren bisher angegriffen haben. Die kommen bestimmt von unten nachher, aus dem Dschungel. Keramik haben wir entdeckt. Durch diese Technologie freigeschaltet. Kornspeicher. Ist für Nahrung und Wohnraum gut. Und das ermöglicht von Ernten von Weizen und Reis. Kein Mann benennt jemals Ton und ließ ihn dann liegen, als ob Ziegel durch Zufall oder Schicksal entstanden würden. Plutarch, naja, irgendwelche klugen Sprüche. Erstmal egal. Außenhandel. Wir könnten nochmal gucken. 100 Produktion von Marineeinheiten der Antike und Klassiker brauchen wir nicht. Und hier brauchen wir auch nichts ändern. Nö, das passt schon. Unsere Politik ist gut. Unsere Forschung baut eine Ressource ab, dann kriegen wir das Rad beschleunigt. Trefft eine andere Zivilisation, haben wir schon geschafft. Also Schrift können wir relativ schnell erforschen. Hier können wir weiterhin nichts machen, aber der Inder steht auch immer noch auf dem Schlauch sozusagen. Und unser Schleuderschütze kommt immer näher. Ach, durch den Sumpf können wir auch nicht so schnell laufen, ne? Das war blöd. Ich sage ja, das ist echt zerklüftetes Land hier. Wir müssen noch mal gucken, wo können wir dann an die Küste schön bauen, weil später eine Stadt, eine Küstenstadt mit modernisiert 3 Geländerfelder, gründe ein Pantheon. Wie kann man das denn machen?
Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Lass die Bevölkerung also die Situation auf 6 wachsen. Frühes Reich, ja, auch das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Wir können ja alles anforschen. Ne? Man kann die Hälfte erforschen und kann dann umswitchen. Hat eben den Vorteil, Handelskapazität erhöht. Okay, wir haben mittlerweile Handelskapazitäten. Aber wir haben natürlich noch kein Geld für einen Händler oder so. Oder einzubauen. Macht auch noch keinen Sinn. So, dann hoffe ich doch, was ist das hier? Jade, Luxusgut. Okay, habe ich auch noch nicht gesehen. Der Schleuderschütze ist immer noch ein bisschen entfernt. Noch macht sein Siedler aber keine Anzeichen, dass er da irgendwas vorhat. Also ich glaube, wir können es schaffen. Das dauert natürlich auch wieder 2 Runden, bevor er da ist. Aber dann hätten wir gleich 2 Schleuderschützen schon mal in der Nähe. Abschreckung ist keine Schande. Eine Waffe zu haben, heißt nicht gleich, dass man sie auch einsetzen möchte, sagt der kluge Gandhi. Na, aber mal gucken, wie lange du noch da bist. Ich hoffe, nicht zu lang. Ja. Noch eine Runde überspringen, Produkt wählen. Schon wieder ein Schleuderschütze fertig. Wir können jetzt überlegen, sollen wir schon die Stadt jetzt versuchen zu erweitern? Also die wächst bald auf 4 heran. Ein Siedler wäre empfohlen, um möglichst auch eine neue Stadt zu gründen. Aber ich glaube, was nicht schaden kann, ist noch ein Krieger. Wer weiß, wann die Barbaren von unten ankommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier lange in Frieden leben werden. Und zur Stadtverteidigung kann das echt nicht schaden. So, der erste Schleuderschutz ist gleich in Stellung. Um den Krieger anzugreifen, dann können wir mit unserem Krieger den Siedler einnehmen. Das Ganze machen wir dann aber erst in der nächsten Folge. Und ich denke, fürs Erste kommt Civilization täglich. Anstelle von Transport Fever täglich um 16 Uhr eine Folge Civilization. Ich hoffe, die erste Folge hat euch jetzt ein bisschen Spaß gemacht. Ich habe schon mal so einen kleinen Einblick in Civilization 6 geben können. Würde mich freuen über einen Kommentar, über ein Like und natürlich, wenn ihr dabei bleibt. Schönen Tag heute noch, schönen Abend, bis zur nächsten Folge und tschüss.